Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wir fliegen hier gerade in der Wüste und ich möchte gerne mit euch einen Archaeopteryx zähmen. Ich habe es auf dieses Mädel da oben abgesehen. Das heißt, schnell ran. Erstmal grabben. Hui. So, jetzt fliegen wir erstmal mit der zurück zur Base. Denn da habe ich auch Narkosemittel und alles. Und wir müssen die Gute ja gleich noch Narkose schießen. Das heißt, das werde ich direkt hier unten unter der Base machen, wo wir ja unsere Dinos drin stehen haben. So. Kann sie mir nämlich auch nicht abhauen. Also ich hoffe, sie kann mir nicht abhauen. Schön alles auf Passiv pfeifen. Weil sonst habt ihr gleich ein Problemchen. Guten Tag. Wo willst du denn hin? Okay, die ist jetzt genau vorne. Ich hoffe, die geht mir jetzt nicht ein. Wo ist die denn jetzt hin? Drin. Lauf doch weiter gegen die Wand. Nein. Satz mit X und so, ne? Ich finde die anstrengend, weil die immer zickzack laufen. Nein! Ja, bleib da drin. Bleib da drin. Jetzt liegt der Archaeopteryx. So, das heißt, ich muss jetzt. Den drauf, die vorparken wieder. Und der Archaeopteryx frisst. Kein Fleisch, sondern Chitin. Ich hatte mir vorher natürlich schon ein bisschen Narkosemittel auch hier reingepackt in den Vogel. Wo haben wir das denn? Wo ist das denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ganz unten. Natürlich. Immer ganz unten. So. Jetzt gehen wir mal hier ins Inventar. Und schmeißen mal hier Chitin rein. Und nur die Hälfte von Narkosemittel. Ihr seht jetzt da der Zehenbalken. Und wir gucken gleich mal, wie viel die oben drauf kriegt. Futter geht relativ gut runter. So. Ich denke, bei 50 dürfte sie jetzt auch fressen. Jawohl. 47% bekommt die oben drauf. Das heißt, die müsste jetzt dreimal fressen, dann wäre sie sogar schon fertig. Ich gebe nochmal zwei rein, weil ich mag das nicht, wenn diese kleinen Flubbeldinger immer wieder aufwachen. Und dann zeige ich euch gleich mal was Witziges mit den guten Tierchen. Ihr hört auch, dass die hier ordentlich Krach machen, die Gallis. Wir haben ja auch schon relativ viele. Ich werde die Folge jetzt zwischendurch nicht beenden, weil ihr seht ja, wie schnell das runtertickert. Oder doch, wir werden kurz eine Pause machen. Oder? Nein, doch nicht. Ihr merkt, ich bin gerade unentschlossen. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier etwas zwischendrin. Es geht zwar in Archaeopteryx, aber ich zeige euch nochmal hier unten, was sich alles geändert hat. Zum Beispiel unser Knuffi. Den haben wir, glaube ich, zusammengezähmt. Dann hatte ich hier diesen tollen Tech-Raptor gefunden. Ihr seht, die ist noch ungelevelt. Deswegen machen wir es noch kurz ein bisschen. Genau, zeig mal, wie schön du. Level-Animation ist.
Richtig niedlich. Das sind ja die gezüchteten. Die habe ich vorhin nach hier unten reingeschmissen. So eine tolle Giraffe werden wir auch noch zähmen. Joa. Hier steht noch ein Galli rum. Dann halt hier die Elterntiere von dem guten kleinen Kerl. Und jetzt dürfte der hier auch gleich fertig sein. Jawohl. Ich schmeiß schon mal meinen Grashüpfer runter. Grashüpfer? Bitte einmal Dankeschön. So. Da ist der Archäopteryx auch schon. Oh, wie nennen wir sie denn jetzt? Doch, wir nennen sie Ariel. Auch wenn sie grün ist. So, passiv, abpfeifen. So, ihr seht jetzt schon, ich habe sie in der Hand und sie sitzt mir nicht auf der Schulter, sondern, naja, man hält sie halt fest und es ist lustig. Man kann mit den Vogeln, mit denen fliegen und es sieht halt auch so einfach geil aus. So, jetzt muss ich mich allerdings einmal mit dem Vogel drehen. Denn das Tier ist wie ein Fallschirm. Ihr fliegt mit dem kleinen Kerl eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend. Und ich möchte jetzt aber auch nicht weiter in die Richtung. Ich möchte jetzt wieder da lang zurück. Und ihr könnt ihn sogar steuern, wie ihr seht. Nur das Runterkommen ist halt ein bisschen, naja, tricky. Entweder ihr fliegt irgendwo gegen. Oder ihr schmeißt ihn ab. Ich versuche jetzt mal irgendwo gegen zu fliegen. Nee, das Gegenfliegen ging auch mal besser. Also abschmeißen geht halt mit F und dann... Wo ist der hin? Wo ist der Archäopteryx? Wo ist der Archäopteryx? Da ist er. So, jetzt seht ihr. Da daneben. Und ihr könnt sogar, wenn ihr hüpft, mit dem rumeiern. Und es dauert wirklich lange, bis ihr wieder runtergeht. Und ich bin nicht hoch über dem Boden, wie ihr seht. Gerade hat der halt das Kommando, deswegen eier ich hier auch gerade so ein bisschen unbestimmt durch die Gegend. So, jetzt wieder runterschmeißen. Huch. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Von dem Archäopteryx. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.